THW Kiel gegen TuS N Lübbecke, 24:21 der Endstand. Und bei mir ist der Torwart vom TuS N Lübbecke, das ist Malte Semisch. Malte, es hat am Ende nicht ganz gereicht zu dieser kleinen Sensation. Ihr wart nah dran, trotzdem zufrieden mit dem Verlauf des Spiels? Ja, ich denke schon, im Großen und Ganzen kann man natürlich zufrieden sein, wenn man hier beim THW mit 3 Toren verliert. Ist natürlich schade, dass es am Ende uns vielleicht ein bisschen die Kraft ausgegangen ist und dass es dann nicht ganz gereicht hat, ja. Was sind denn eure Ziele für diese Saison? Wo wollt ihr am Ende stehen? Ja, ich denke, wir wollen relativ früh uns von unten natürlich absetzen. Das ist das erste Ziel und uns dann möglichst im oberen Mittelfeld etablieren. Dabei viel Erfolg und vielen Dank an Malte Semisch. Und ich begrüße bei mir unseren erfolgreichsten Torschützen heute mit 6 Treffern. Unser Mann mit der Nummer 21, Johan Kanielas. Johan, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Danke. Ihr habt euch so ein ganz klein bisschen schwer getan zum Ende hin. Woran hat es denn gelegen? Ja, wir kommen von einem unglaublich guten Spiel in Berlin und heute natürlich, wir haben nicht so gut gespielt. Deshalb, ich denke, wir haben gut, sehr gut in der Abwehr, aber ich denke, wir haben viele Probleme. Aber dieser Mann hat sehr gut gespielt und natürlich ist der zweite Halb war nicht so gut. Wir haben viele Probleme weiter in Angriff, aber zum Glück wir haben gewonnen und wir müssen weitergehen. Jetzt wir haben auch ein wichtiges Spiel in Skopje und wir müssen natürlich gewinnen, wie immer. Nach dem Sieg in Berlin gab es 2 Tage frei vom Trainer. Was wird es denn nach dieser Partie geben? Es passiert nicht. Wir sind alle Personen und wir brauchen eine Zeit für ruhig sein, weil diese letzte Woche war schwer. Aber wir sind auch Profi und wir wissen, dass heute wird nichts so einfach, was alle haben gedacht. Wir haben ein gutes Spiel nur gemacht, vielleicht diese Saison. Und wir müssen, oder wir wünschen natürlich besser spielen, aber ich hoffe, dass alles kommt. Einmal kein guter Spieler, einmal andere Spieler. Heute vielleicht in der letzten Minute, ich habe nicht so schlecht gespielt. Aber ich denke, wir spielen alles gut. Wir können sehr gute Dinge schaffen in dieser Saison. Das wird schon. Vielen Dank an Johan Kanielas.